Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute für dich einen gigantischen Haul. Wir haben einfach mal so 23:31 Uhr, also 11:30 Uhr. Und ja, heute ist der 16.05. Ich habe heute Geburtstag. Und ja, wir waren in Köln, haben uns da einen sehr schönen Tag gemacht und ich habe a lot geshoppt. Ich dachte mir, ich mache heute einen Haul und zeige euch, was ich für Make-up gekauft habe. Ich habe nämlich ordentlich viel Geld gelatzt im Sephora. Und ich zeige euch einfach, was ich gekauft habe. Hauptsächlich habe ich mir damit quasi selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Denn ja, das sind alles Produkte, die ich schon seit Monaten beliebäugel und immer wieder schaue und gucke und weiß nie, ob ich es haben möchte oder nicht. Und es gab gerade so zwei Marken, die es hier bei mir in der Nähe nicht gibt. Und ich zeige euch einfach, was es ist. Hol dir was zum Knabbern, irgendwas zum Trinken und ich zeige dir jetzt meine über 300 € Haul. Oh mein Gott, 300 €. Ciao, Money. Übrigens, solltest du noch nicht meinen Kanal abonniert haben, dann tue das doch gerne jetzt. Aktiviere gerne auch die Glocke, damit du einfach sofort am Start bist, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und gib dem Video doch schon mal einfach einen Daumen nach oben, denn wie bereits gesagt, habe ich 300 € ausgegeben. Allein schon im Sephora, kleinen Moment. Guckt euch das mal an. Allein schon im Sephora so gut wie 300 €. What the? Wow. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Drogeriesachen an, denn auch im DM habe ich einige Sachen gekauft. Zwar nicht sehr viele, aber ein paar. Und zwar habe ich mir erstmal eine Foundation nachgekauft, auf die ich immer wieder zählen kann, wenn es gerade darauf ankommt. Aktuell heute bin ich eigentlich so gut wie gar nicht geschminkt. Also ich habe eigentlich gerade nur noch schnell eine Gesichtsmaske drauf getan. Das war's. Also ja, gerade kein Make-up so. Und ich finde mein Glow ist echt gut. Die Maske war wirklich, wirklich gut. Ich zeige euch die auf jeden Fall, wenn ich wieder ein aufgebraucht Video hochlade. Jedenfalls liebe ich die Pretty Natural Foundation. Die kostet 5 €. Und ja, die 050 ist meine Farbe. Und ich glaube, ich habe die schon dreimal aufgebraucht. Ich kaufe mir die einfach immer wieder nach, denn ich liebe sie. Dann habe ich mir ein Micellenwasser gekauft von Balea. Und zwar das Reihe 1. So ein ähnliches gibt es auch bei Rossmann. Das hier von Isana natürlich. Weil ihr seht schon, das ist so gut wie leer. Also habe ich mir ein neues gekauft. Dann hat mir eine liebe Zuschauerin gesagt, ich sollte mal das Alverde-Trockenshampoo ausprobieren. Also habe ich das auch gekauft. Dafür musste ich in drei DMs laufen. Also die ersten zwei DMs hatten das irgendwie gar nicht. Ja, also habe ich mir das endlich im dritten gefunden und dann direkt gekauft. Ich habe es noch nicht ausprobiert natürlich, aber ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das hier interessiert. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon von DM, ja, das war's. Dann machen wir jetzt einfach mit Sephora weiter. Oh mein Gott, das sind so viele schöne Sachen. Ich bin einfach so richtig big in love. Erstmal hier die Pröbchen, die hat mein Mann bekommen. Mein Mann hat nämlich natürlich die ganzen Einkäufe getragen und ich glaube, die Verkäuferin hatte so ein bisschen Mitleid. Dann habe ich noch etwas bekommen als Goodie. Und zwar von Sephora so eine Gesichtsmaske. Auch ganz cool. Ich meine, grundsätzlich kaufe ich meistens nie was von der Sephora-Eigenmarke. Ich mag die halt einfach nicht so. Aber wenn man die halt mal so als Goodie bekommt, ist das schon sehr nice. Und ich habe noch einen Goodie bekommen. Ich zeige euch jetzt voll die Goodies. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich halt einfach auch etwas von der Marke gekauft habe. Ich zeige euch die. Und zwar ist das eine Pat McGrath Labs Tasche. So, einfach so eine Tasche. Richtig cute. Ja, und dann kommen wir auch direkt mal zu den Produkten. Ihr könnt es euch ja jetzt schon erahnen, was drin ist. Ich fange einfach jetzt erstmal mit etwas an, was ich als Backup nachgekauft habe. Und zwar von Charlotte Tilbury ist das normale Airbrush Flawless Finish Powder. Das habe ich schon drei. Das ist jetzt das dritte, dass ich das gekauft habe. Das ist quasi das hier. Und ihr seht hier, ich habe hier schon wieder ein Hitzepan. Und grundsätzlich ist das hier eigentlich von unten aus dem Schlafzimmer, aber das andere habe ich halt eben aufgebraucht. Deswegen ist das hochgewandert und jetzt habe ich mir das nachgekauft. Das heißt, das kommt quasi runter ins Schlafzimmer und ich habe immer die Nummer Fair, also die 1. Was ich richtig cool fand, es gab heute sogar doppelt Punkte, also doppelt Member-Punkte bei Sephora. Und ich habe auch zusätzlich
meine 10% Rabatt bekommen auf meine Lieblingsmarke. Und sie, ach, hier, Charlotte Tilbury ist quasi meine Lieblingsmarke. Also habe ich heute 5 Euro gespart, dadurch, dass ich dieses Puder gekauft habe. Es ist echt teuer, Leute, ich sag's euch. Dann habe ich mir was von Fenty Beauty gekauft. Und zwar diesen Pinsel hier. Den Pinsel, den hat mir die liebe Bob empfohlen, als ich mal bei ihr war in Hamburg. Und mich mit ihr getroffen habe, hat sie von diesem Pinsel so sehr geschwärmt. Und ich wollte unbedingt einen neuen Pinsel haben, gerade eben für die creamigen Produkte so zum Verblenden. Und eigentlich wollte ich erst den von Rare Beauty haben, den hatten sie aber nicht. Also fiel mir dann der von Bob ein und dann habe ich den hier quasi einfach mal gekauft. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich, ihn auszuprobieren. So, dann habe ich 3 Produkte von Rare Beauty gekauft. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was. Zum einen habe ich mir einen Bronzer gekauft. Das ist der hier. Ich mache den mal auf. Kleinen Moment. Der sieht so aus. Das ist quasi wie so ein Stick. Also das ist quasi so ein Creamy Stick. Fühlt sich irgendwie recht lose an. Ich hoffe, der ist nicht kaputt. Naja, egal. Aber wird ja trotzdem funktionieren. Und ja, ich fand den sehr interessant. Ich habe so ein Bronzer Creamy Stick noch nicht. Ich habe sonst halt den von Fenty Beauty einfach. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und ich finde grundsätzlich Rare Beauty super, super schick. Ich habe mich mega gefreut, dass Rare Beauty da war in dem Sephora. Weil wie gesagt, bei uns in der Nähe gibt es den halt einfach gar nicht. Und so konnte ich einfach ein paar Sachen swatchen. Dann habe ich mir auch direkt einen Highlighter gegönnt von Rare Beauty. Den packen wir mal auch aus. Ach nee, das ist nicht der Highlighter. Das ist der hier. So, ein Liquid Highlighter. Oh mein Gott, guckt euch den an. Der ist so schön. Richtig, richtig toll. Klasse. Ich liebe ihn. Der hat so eine schöne Farbe. Ich habe den geswatcht und dachte mir, wow, den muss ich mitnehmen. Der erinnert mich so ein bisschen an den Highlighter von Benefit, den Liquid Highlighter, nur dass der noch etwas rosaner ist. Ich glaube, man sieht das nicht so gut in der Kamera, aber der ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich werde wahrscheinlich ein YouTube-Video dazu drehen, wie ich mich mit allen Produkten schminke. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch grundsätzlich ein Make-up mit diesen ganzen Produkten gefällt, was ich hier benutze oder gekauft habe. Dann habe ich von Rare Beauty die neue Foundation gekauft. Das ist ja eigentlich keine richtige Foundation, aber das ist halt dieses No Makeup Hydrating Tint irgendwas. Das ist ja wie so eine BB-Cream, kann man quasi sagen. Und die hat auch einen Lichtschutzfaktor, zwar 20, aber besser als nichts. Und die habe ich lange geswatcht. Die sieht so aus und ich hoffe einfach, dass es meine Farbe ist. Ich habe lange geswatcht und fand dann doch schon beim Swatch, dass sie gut aussieht. Also gerade bei mir. Und die hat auch so einen leichten Schimmer. Also ich bin sehr gespannt, wie die dann beim Auftrag aussieht. So, und jetzt kommen wir zu 2 richtig schönen Schmuckstücken. Und das war es dann auch schon wieder. Also eine super schnelle Haul, wie ihr sehen werdet. Aber ja, kommen wir erstmal. Ich zeige euch beides zusammen, denn ich kann es euch nicht einzeln zeigen. Also, das hier ist von Bridgerton, eine Kollektion von der Marke Pat McGrath. Und ich muss sagen, es ist zwar arschteuer, aber ich liebe die Serie Bridgerton. Und als ich die Produkte gesehen habe, schon seit Anfang an, dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss die haben. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Highlighter. Und ich hoffe, das ist der richtige Highlighter. Ich habe extra die Dame gefragt, weil das irgendwie sehr komisch da stand. Aber guckt euch allein das Packaging an, wie cute. Ist richtig schön und wow. Wow, guckt euch da, das ist so ein kleines Pöpöchen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Richtig cute. Ich habe das schon bei Isabel gesehen, fand den richtig, richtig schön. Richtig schöner Highlighter. Und der ist so teuer, Leute. Einfach 65 Euro für einen Highlighter. Wahnsinn. Echt krass. Und Packaging is everything, ne? Also ich glaube, dieses Packaging kann ich leider nicht wegschmeißen. Normalerweise schmeiße ich immer diese Kartons weg, aber das ist so schön. Ich finde das eigentlich schade, dass das Packaging
von dem Highlighter selbst nicht so aussieht. Das wäre richtig schön gewesen, wenn das wie so eine Brosche gewesen wäre. Und hier ist dann der, ja, auch ein Highlight von meinem Einkauf. Und zwar die Lidschattenpalette. Und ich bin sehr gespannt. Und hier in dem Fall ist tatsächlich die Highlighter. Ach, ist tatsächlich die Lidschattenpalette so. Echt schön. Schade eigentlich wirklich, dass der Highlighter nicht so aussieht, ne? Und so sehen die Farben aus. Richtig toll. Und glaubt mir, dieser Schimmer ist einfach anders toll. Also der ist wirklich, wirklich toll. Ich habe den geswatcht im Laden und konnte nicht mehr wegschauen. Und schlussendlich habe ich es irgendwie nur wegen dem Schimmer gekauft, was halt super, super schade ist, wenn man bedenkt, dass es halt 75 Euro kostet. Die anderen Farben sind auch alle top, versteht mich nicht falsch. Aber man hat ja irgendwie alle Farben immer, ne? Und dann, ja, ist halt einfach so ein Highlighter da drin, also so ein Highlight einfach, der richtig toll ist. Und ja, ich glaube, das habe ich schon mal bei Hattie auch gesehen. Hattie hat auch schon mal, ich glaube, entweder war das auch diese Palette oder eine Palette davor. Da hat sie das auch schon angemerkt, dass bei Pat McGrath meistens immer eine einzige Lidschattenfarbe da drin ist, die ein Highlight ist und der Rest ist so random. Ja, so fühlt sich das hier bei der Palette auch an. Aber ich finde es trotzdem schön. Es ist kein Fehlkauf, auf gar keinen Fall. Ich freue mich riesig über alle Farben von denen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, einen Look damit zu schminken. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Einkauf haltet, was ihr zu den Produkten sagt und ob ihr gerne mal ein Full-Face-Make-up dazu haben möchtet. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und es war zwar ein super kurzes Video, aber who knows, vielleicht, ja. Hat euch das sehr interessiert, was ich so geshoppt habe an meinem Geburtstag? Ich möchte euch übrigens auch darauf hinweisen, dass Purish und ich zusammen ein Gewinnspiel eröffnet haben. Und zwar sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Das heißt, ihr könnt dort einfach mal vorbeischauen. Auf beiden Kanälen gibt es jeweils ein separates Gewinnspiel, wo ihr 100 Euro als Gutschein gewinnen könnt für den Purish Shop. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten sage ich noch einmal, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es gerne jetzt. Ich freue mich über eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Ja, wenn ich mich wahrscheinlich mit den Produkten schminke. Oder was meint ihr? Auch wenn das unfassbar viel Geld war, hoffe ich trotzdem, dass euch dieser kurze Haul gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ciao, eure Jenny.